Net Dental TV. Einfach mal gucken. Hallo Welt vor dem Computer. Hier ist wieder Ihre und eure Flo von Net Dental TV, dem Dentalkanal im Internet. Heute stellen wir Ihnen eine Innovation für die Behandlung der Parodontitis vor. Und dazu begrüße ich hier im Studio Dr. Thomas Stock, den Zahnarzt. Schönen guten Tag, hallo Flo, schön, dass ich hier sein darf. Was erklären Sie mir denn heute? Heute möchte ich das Ligosan Slow Release von Hereus vorstellen. Das ist ein Lokalantibiotikum, was zur Unterstützung bei der Parodontitis-Therapie dient. Der Wirkstoff ist das bewährte Doxycyclin, das die relevanten Keime bei der Parodontitis bekämpft. Das ist ja bis hierhin noch nichts Außergewöhnliches, wenn ich das mal so sagen darf. Naja, das ist auch noch nicht alles. Ligosan heißt ja auch mit vollem Namen Ligosan Slow Release. Und das ist die Produktidee. Das Besondere an Ligosan ist, dass der Wirkstoff in ein biokompatibles Hydrogel integriert ist. Das kann ich einfach und schmerzfrei einbringen. So habe ich eine einfache Applikation. Das Doxycyclin kommt gezielt an seinen Wirkort und wird dort ganz langsam freigesetzt, das lange genug und in ausreichend hoher Konzentration. Deshalb Slow Release. Und für welche Art der Parodontitis ist Ligosan geeignet? Ligosan ist indiziert für die Therapie der chronischen und aggressiven Parodontitis bei Erwachsenen. Und das bei Taschentiefen von 5 mm und mehr. Welche Vorteile hat denn das Gel mit dem Doxycyclin? Das Produkt ist die optimale Ergänzung zur konventionellen, nicht-chirurgischen Standardtherapie. Das besonders Wichtige ist hier dabei, mit Ligosan Slow Release erreiche ich in meiner Behandlung deutlich bessere Ergebnisse als nur mit Scaling und Wurzelglättung allein. Denn klinische Studien weisen nach, dass man nach 6 Monaten eine höhere Reduktion der Taschentiefe und einen höheren Attachment-Level-Gewinn erzielt, als nur mit der Kuretage allein, also nur Scaling und Wurzelglättung. Deshalb heißt es ja auch, Ligosan ist der Taschenminimierer. Es macht die Tasche klein und ich finde es großartig. Gibt es noch was zum Wirkstoff zu sagen? Natürlich, das Doxycyclin wirkt zweifach. Einmal antibakteriell, wie man es klassisch vom Antibiotikum her kennt. Und zum Zweiten wirkt es zusätzlich noch entzündungshemmend. Und wie sieht es aus mit der Verträglichkeit? Ligosan Slow Release wird lokal an den Ort der Entzündung appliziert. Deshalb wirkt es nicht nur gezielt, sondern auch schonend. Es entfallen wesentliche Nebenwirkungen, die man von der systemischen Antibiotikagabe in Tablettenform her kennt. Ligosan gibt über mindestens 12 Tage den Wirkstoff ab und das in ausreichend hoher Konzentration. Und das Beste, es muss nicht wieder aus der Zahnfleischtasche entfernt werden, denn es wird biologisch zu Milch und Glykolsäure abgebaut. Für den Patienten haben wir somit eine geringe systemische Belastung und für den Zahnarzt ist es einfach in der Anwendung. Anwendung, ein gutes Stichwort. Wie viel davon brauche ich? Die Menge in so einer Zylinderkartusche reicht in der Regel für 4 Parodontaltaschen, je nach Größe und Tiefe der Taschen. Die Kartuschen sind einzeln verpackt, werden zwischen 2 und 8 Grad kühl gelagert und sind 3 Jahre haltbar. Ich nehme also so eine Kartusche und dann geht's los? Zuerst einmal bestimmt man die Taschentiefe. Dann spannt man die Zylinderkartusche in den Applikator ein. Und dann führt man die Spritzdüse in die Parodontaltasche und drückt vorsichtig das Gel hinaus. Zum Schluss entfernt man den Überschuss und fertig. Dann fasse ich jetzt noch mal in minimalen Stichworten zusammen. Ligosan Slow Release ist ein neuartiges Gel mit bewährtem Antibiotikum zur unterstützenden Therapie der aggressiven Form der Parodontitis. Es lässt sich einfach anwenden und wirkt über einen langen Zeitraum von mindestens 12 Tagen. Maximal richtig! Stock, danke für Ihre tolle Erklärung. Das war Ligosan Slow Release von Hereus. Ein Gel-Antibiotikum zur Unterstützung der effektiven Behandlung von Parodontitis. Für Sie
im Netz präsentiert von netdental.tv.